Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute ganz unter uns. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei, weil es eine Sondersendung heute Abend gab und dadurch hat sich das ganze Programm verschoben. Ja, schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Und ich merke gerade schon, wenn ich so atme, dieses 0800 5678 110. Das macht dieser Daniel auch, ne? Bei Superstar. Der macht immer so, wenn er einen Satz gesagt hat. Naja, und die Mailadresse 1live.domian@wdr.de. Also, freie Themennacht. Wenn ihr mit mir reden wollt, ruft mich an. Matthias ist der Erste. Ja, hallo Domian. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich schätze ihn mal, 25? Na? 24. Wow. 24, ja. Und zwar, ich wollte noch mal was sagen zu dem Deutschland sucht den Superstar. Ach, als hätte ich es im Blut gehabt. Genau, richtig. Weil da hast du vor, ich glaube, Montag oder Dienstag war es in deiner Sendung, hast das mal drauf angesprochen. Und darum habe ich gedacht, jetzt muss ich doch da auch mal meinen Kommentar dazu abgeben. Bitte, raus damit. Also, ich bin hier der Meinung, dass die ganze Sache eigentlich nur auf Lug und Betrug irgendwo, sag ich mal, aufgebaut wird. Und dass hier rein aus dem, ja, sag ich mal, aus dem Einnahmenaspekt von RTL hier, ja, sag ich mal, die Kandidaten schon im Voraus rausgewählt werden. Besser gesagt, dass der Sieger schon im Voraus feststeht. Also, du willst zum Ausdruck bringen, dass es überhaupt nicht um die Leute, um die Talente, um die Musik geht, sondern nur um die perfekte Vermarktung des Ganzen. Ganz genau, richtig. Ja, keine dumme Idee. Wie bitte? Keine dumme Idee. Weil ich sag mal so, das hat man ja, sag ich mal, vor 2-3 Jahren bei Big Brother auch schon gemerkt. Ja. Egal wie schlecht oder wie dumm sich hier die Kandidaten verkauft haben, ja, nachdem sie draußen gewesen sind, hat jeder irgendeine Platte rausgebracht. Mhm. Und vor allen Dingen die Macher im Hintergrund haben daran verdient, ne? Und so ist das ja in diesem Fall ganz genauso, dass die Mädels und Jungs gar nicht viel Kohle verdienen, am Anfang zumindest, sondern in Knebelverträgen drin hängen. Genau, richtig. Ja. Also ich muss da einfach sagen, also obwohl ich von Dieter Bohlen auch nicht allzu viel halte, aber überall, wo er seine Hände drin hat, verdient er auf jeden Fall genug mit. Ja, wobei er soll ja auch nicht so sehr viel daran verdienen, erstmal, sagt man. Aber es ist natürlich eine riesen Werbemaschine für ihn, für sein neues Buch, überhaupt für sich und seine Produkte. Guckst du das denn immer regelmäßig? Ich sag mal so, ich werde doch meine Freundin dazu verbannt, zum Schauen. Interessanter Aspekt. Gucken das eigentlich mehr Mädels, mehr Frauen als denn Männer und Jungs? Ja, ich bin eigentlich der Meinung, besser gesagt, ich würde mal behaupten, dass da sicherlich eher 70% Frauen sich die Sendung anschauen. Na, ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Also wenn du schon gucken musst, hast du denn einen Favoriten? Gut, ich sag mal, eigentlich hätte ich als Favoriten schon die Grazia ein bisschen gehabt, die eigentlich... Die jetzt draußen ist. Jetzt angeblich wegen 7000 Stimmen, so wie es mal irgendwo im Fernsehen rausgeklungen ist, 7000 Stimmen weniger gehabt hat als die Vanessa. Also, die war heute Abend zu einem Interview bei Stern TV. Das habe ich leider nicht gesehen. Und machte einen sehr, sehr gefassten Eindruck und meinte, naja, sie wäre im ersten Moment auch sehr geknickt gewesen, aber so ist es halt und sie ist guter Hoffnung, dass sie irgendwie weiter Karriere machen wird. Und in dieser Sendung Stern TV gab es auch ein großes Interview mit ein paar Fachleuten. Aufgrund dieses Interviews soll völlig ausgeschlossen sein, dass da irgendwie dran manipuliert wird. Gut, auf der anderen Seite muss ich so sagen, habe ich zum Beispiel heute Abend im Fernsehen gesehen von so Hackern, also Computerhackern, die da gesagt haben, dass es kein Problem wäre, zum hier über dementsprechend so Dialer-Programme oder so, hier einfach innerhalb von einer Minute Tausende von Einwahlen durchzuführen. Glaube ich auch. Wenn denen das gelingt, ins Pentagon reinzukommen, dann gelingt denen das auch, da irgendwas zu manipulieren. Lass uns über Daniel reden. Daniel, ja. Naja, mein liebster Freund.
Ich bin ja böse beschimpft worden, weil ich mich kritisch geäußert habe. Hier in der Sendung über Daniel. Also ich bin wie siehst du's denn? Fall auf deiner Seite. Ach, das macht dich doch sehr sympathisch. Was denkst du über ihn? Also ich sag mal so, rein musikalisch halte ich überhaupt gar nichts von ihm. Er singt schief. Also der singt... Ja, liebe Daniel-Fans, wir müssen es so sagen. Also er singt schief. Also ich weiß nicht, also wie man überhaupt, sag ich mal, das Deutschland sucht den Superstar, wird ja wirklich, sag ich mal, auch von der Stimme her irgendein Talent gesucht. Ja. Aber was der Daniel bitte mit einem stimmlichen Talent zu tun haben soll. So, und da sind wir wieder bei dem großen Lügenvorwurf, den du formuliert hast am Anfang. Ich finde, für mich ist das ja auch eine riesen Lügenmaschine, genauso wie Big Brother. Hier geht es ja gar nicht darum, dass der gut singen kann. Der ist ja geschickt da platziert, weil es eben so eine bunte, schillernde Figur ist. Richtig. Und das ganze Produkt immer wieder in die Schlagzeilen bringt. Sonst hätte man längst dafür gesorgt oder man hätte es unterbunden, dass er so weit nach oben kommt. Also ich wollte gerade sagen, also wenn man sich einfach mal so, was die Medien und so, sag ich mal, über die einzelnen Personen schreiben, wenn der Daniel nicht mehr drin wäre, hätten die ja fast gar nichts mehr zu schreiben. Ja, fast. Weil die anderen sind so glatt gebügelt und so konturlos. Oh, jetzt habe ich wieder was gesagt. Oh, aber die können auch alle ganz toll singen, liebe Fans. Sind auch ganz toll alle. Ach, Matthias, jetzt, wie lange haben wir das noch an der Backe, diese Sendung? Ich glaube noch eine ganze Weile. Ich glaube noch einen Monat. Ja. Aber naja, gut. Auch das wird man wahrscheinlich rumbekommen. Ja, aber dann lese ich heute, dass die im Herbst schon wieder eine neue Staffel planen. Na, alle Achtung. Mein Gott. Alle Achtung, das wird wohl nie aufhören. Ja, dann müssen wir immer Videos gucken um die Zeit. Obwohl ich da, wie gesagt, also... Ich bin da absolut irgendwie, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich da jetzt auf die Schnelle sagen soll, außer sag ich mal die Juliette und ja, die Vanessa finde ich da einfach noch zu unerfahren. Heute vom Alter her gesehen. Gab es, um nochmal die Sendung zu zitieren, Stern TV, eine Umfrage, was die Leute glauben, wer gewinnen wird. Und ich würde behaupten, der Daniel. Nee. Daniel war ziemlich abgekackt. Die Leute glauben, dass der andere Junge gewinnt, der Alexander. Der Alexander? Mhm, das glauben die Leute. Also ich habe zum Beispiel von auf der Homepage von RTL, die haben da auch eine Umfrage, wo man sich wirklich jeden Tag nur eine Stimme abgeben kann vom Computer aus. Ja. Und da ist der Daniel mit 30% vorne. Na gut, also wir verfolgen es, ob wir es wollen oder nicht. So wohl oder übel, ja. Wohl übel. Vielleicht sollten wir beide uns ja bewerben für die Herbststaffel, Matthias. Also ich werde auch dafür. Also ich glaube, so zu zweit wird man da wohl auch die Figur abmachen. Dann singen also wir zusammen im Duett My Way. Da kracht's aber in der Nation. Ja, würde ich doch auch mal behaupten. Also da hätten wir wohl wahrscheinlich durchaus auch Chancen, ja. Das glaube ich auch. Matthias, danke für den Anruf. Ich bedanke mich. Tschüss. Super Sendung. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. Ihr Lieben, die Telefonnummer. Die sage ich euch nochmal, eine freie Telefonnummer kostet euch keinen Cent. 0800 5678 111 und die E-Mail-Anschrift 1live.domian@wdr.de. Verbunden bin ich jetzt mit Dagmar und Dagmar ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hallo Dagmar. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte anrufen wegen Eva. Mit der hattest du letzte Woche getelefoniert. Die hatte angerufen, ich glaube in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, die unter Angst- und Panikattacken leidet. Oh ja, ja. Die schon sehr lange im Haus ist. Genau. Seit 13 Jahren hat sie die Krankheit, glaube ich. Seit vielen Jahren nicht mehr aus dem Haus gekommen, nur zu einer kurzen Therapie. Sehr verzweifelt war. Genau. Ja. Das habe ich gehört, das Gespräch, und ja, ich saß eigentlich vor dem Fernseher und habe gedacht, sie erzählt meine Geschichte. Gleicht sich wirklich bis aufs Haar, nur habe ich es noch nicht so lange wie sie. Ich habe es erst, in Anführungsstrichen, seit 6 Jahren. Ja, erst ist gut. Ja, das reicht schon. So, auch so schlimm, dass du nicht aus dem Haus gehen kannst? Inzwischen kann ich gar nicht mehr aus dem Haus. Seit wann nicht mehr? Na, ich würde mal sagen, so seit 3-4 Monaten. Seit 3-4 Monaten. War ich gar nicht mehr draußen. Was macht die Angst aus, Dagmar? Meinst du die Ursache oder wie? Nee, beschreib mal die Angst. Vor was hast du Angst? Das ist Todesangst. Todesangst? Das ist wirklich Todesangst, die du körperlich spürst. Die spürst du von der Haarwurzel bis zu den Fußzehen runter.
Das ist... wenn du in Kontakt mit anderen Menschen kommst. Ja, wenn ich rausgehe, wenn ich alleine bin, das kommt ja meistens wie aus heiterem Himmel. Auch wenn du alleine in deinen vier Wänden bist? Ja. Ach so. Inzwischen auch, ja. Ach so, es ist also nicht der Schutzraum Wohnung, wo es dir, in dem es dir gut geht. Das hatte ich früher. Mhm. Da war ich mir meiner Wohnung immer sehr, sehr sicher und hatte da auch keine Angst. Aber wenn du keine Hilfe bekommst, werden diese Ängste immer schlimmer. Du kriegst immer mehr Macken und Meisen, was dich stört. Mhm. Und dann ist auch irgendwann die Wohnung nicht mehr dein Schutzraum. Mhm. Lass mich nochmal zu der Angst fragen. Es ist eine Todesangst, ja. eine Panik. Das ist absolute Todesangst. Das ist wie Ersticken und Ertrinken in einem. Mhm. Todesangst heißt ja, dass man sich vor etwas ganz konkret fürchtet. Man hat Angst zu ertrinken beispielsweise. Ja. Ist das bei dir was Konkretes auch, dass du denkst, du kriegst keine Luft mehr, so wie du es gerade angedeutet hast? Ja, ich habe dann das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, ich ersticke. Mhm. So, wenn du so eine Panikattacke in deinen vier Wänden bekommst und du bist alleine, wie lange dauert die an? Du, die kann nach 2-3 Minuten weggehen, die kann eine halbe Stunde, eine Stunde anhalten. Was macht man denn dann, wenn man eine Stunde in so einer Panik ist? Sich mit Medikamenten volldröhnen. Mhm. Also dazu bist du dann noch fähig, dann zum Schrank zu laufen und schnell was einzuwerfen? Dadurch, das ist für die Ärzte immer das Einfachste, ich habe zu Anfang immer Notärzte angerufen, die ziehen die Spritze auf, da ist Diazepam drin. Mhm. Und das macht dich erstmal dicht, da bist du bis zum nächsten Morgen weg. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann in Tropfenform bekommen. Das heißt, ich bin also seit gut 5 Jahren auch abhängig von diesem Zeug. Mhm. Diese Flasche steht immer neben mir. Mhm. Das heißt, immer griffbereit. Und dadurch, dass ich inzwischen süchtig danach bin, nehme ich das auch in Momenten, wo ich es eigentlich gar nicht bräuchte. War das jetzt vor deinem Anruf oder kurz bevor wir jetzt auf den Sender geschaltet wurden oder du auf den Sender geschaltet wurdest, auch kurz vor so einer Panik vielleicht, weil das eine Stresssituation ist? Ja. Und ich sagte noch, habe ich Tropfen vorher genommen, ja. Mhm. Ich habe sonst immer eine sehr, sehr große Klappe, also ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ja. Und habe mir dann aber trotzdem vorher 4 Tropfen reingefissen. Ja. Sag mal, was ist, weißt du etwas über die Ursachen? Inzwischen ja. Also gepackt hat mich das, wie gesagt, vor 6 Jahren. Mhm. Vor 6,5 Jahren ist mein Vater gestorben. Mhm. Und mit meinem Vater habe ich meine ganze Heimat, meine ganzen Wurzeln an Familie verloren. Mhm. Also meine Mutter ist gestorben, da war ich 18. Mhm. Aber da hatte ich so mein Zuhause. Also meine Eltern haben getrennt gelebt und ich konnte mein Zuhause behalten. Mhm. Das lief gut, ich habe dann gearbeitet, ich habe mein Geld verdient. Ich bin, wie meine Mutter immer gesagt hat, entweder du ertrinkst oder du schwimmst. Mhm. Und ich bin prima geschwommen. Ich habe wirklich alles gemeistert und jeder hat auch zu mir gesagt, Mensch, du hast eine große Klappe, du schaffst alles. Mhm. Ja, und als mein Vater dann gestorben ist, habe ich mich um alles kümmern müssen, um das Auflösen des Nachlasses. Ja. Habe also feststellen müssen, dass ich noch 2 Halbschwestern habe. Mhm. Die mich ganz massiv attackiert haben, die mich beschimpft haben, also wirklich von der übelsten Sorte. Ich permanent Briefe gekriegt habe vom Anwalt. Ich konnte nachher schon nicht mal in den Briefkasten gehen, weil ich immer wusste, es liegt ein Brief vom Anwalt drin. Also kann man sagen, dass dieser Schock, Todesfall, Vater, mit hauptursächlich als Hauptursache zu betrachten ist? Ja. Mhm. Hast du in diesen 6 Jahren... Therapien gemacht, Ärzte, Psychiater, Kliniken? Oh ja. Also ich meine, du hattest dir Eva ja auch empfohlen, in die Klinik zu gehen. Mhm. Ich habe damals den ersten Panikanfall gehabt in Ägypten im Urlaub. Mhm. Und damals hat mir schon dort ein Arzt gesagt, dass ich habe Angst und Panikattacken. Mhm. Und ich habe mir zum Stillen gedacht, naja, du Kameltreiber, du wirst es wissen. Mhm. Und ich bin dann hierher zurückgekommen und ich wusste dann letztendlich, er hatte recht. Habe dann eine Therapeutin aufgesucht. Ja, zu dem gehst du halt nur einmal in der Woche, 50 Minuten, der reißt dieses Thema an und wühlt es eigentlich immer wieder auf. Mhm. Dann gehst du heim und bleibst trotzdem mit deinem ganzen Kummer irgendwie alleine. Und irgendwann habe ich es nicht mehr geschafft, in seine Praxis zu gehen. Kann ich ansatzweise nachvollziehen, wenn ich mich in dich hineinversetze. Deshalb glaube ich ja immer, wenn ich sowas höre, dass ein langer, stationärer Aufenthalt besser ist.
Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir dann über die BFA, die haben dann gesagt, ich soll also so eine Reha-Maßnahme machen. Mhm. Habe das auch gemacht, wollte eigentlich in eine Klinik am Chiemsee gehen. Da gibt es eine sehr bekannte Klinik. Und BFA hat dann gesagt, nein. Und da musste ich in eine Klinik nach Bad Dürkheim, das ist eine psychosomatische Fachklinik. Da war ich dann 4 Tage. Es hat sich kein Schwein um mich gekümmert. Ich habe keinen Therapeuten gesehen. Keiner hat was mit mir gemacht. Es hat letztendlich niemanden interessiert, ob du aus dem Bett rausgehst oder nicht, ob du frühstücken kommst oder nicht. Also Klartext, falsche Klinik. Und wie dann bist du nach wie vielen Tagen wieder weggegangen, weggefahren? Nach 4. Nach 4 Tagen. Ja. Das ist natürlich wirklich ganz schlimm, wenn man schon so eine schwere Erkrankung hat. Und wenn man dann nicht sofort auch dann in exzellente Hände gerät, ne? Und dann noch so einen Misserfolg einstecken muss, wie du es gerade geschildert hast von Bad Dürkheim, ne? Hieß das Bad Dürkheim. Genau. Hm. Hast du noch einen Anlauf gemacht mit einer Klinik oder einem? Nee. Also danach war ich dann erstmal so niedergeschlagen. Glaub ich. Auch damals mit dem behandelnden Arzt dort gesprochen, habe gesagt, dass ich mir das so nicht vorstelle, sondern dass ich Gespräche brauche, dass auch jemanden braucht, der mit mir Auto fährt, der mit mir Bus fährt, dass ich das alles wieder lerne. Ich glaube, dass das auch ein enormer Rückschlag für einen ist, wenn man sich schon da durchgerungen hat, so etwas zu tun, in eine Klinik zu gehen und dann quasi schlecht behandelt wird da, dass es ganz schwierig ist. Wie soll es denn jetzt weitergehen, Dagmar? Ja. Ich weiß es nicht. Es gibt so Phasen, da geht es mir wirklich hundeelend. Dann sitze ich hier und heule und weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich lebe in einer relativ kleinen Stadt in der Nähe von Frankfurt. Die Auswahl der Therapeuten ist natürlich da nicht so groß. Aber Frankfurt ist vor der Tür. Ja, nur da komme ich nicht mehr hin. Das packe ich nicht mehr. Ja. Bist du eigentlich in einer Beziehung? Ich bin verheiratet. Ja. Und Kinder auch? Alles lastet auf den Schultern von meinem Mann. Das heißt, es gibt Kinder? Kinder habe ich keine. Kinder habe ich keine. Also er muss wirklich alles machen, er muss einkaufen gehen und es ist für mich dann auch schlimm, ihn um alles fragen zu müssen. Bringst du mir ein Buch mit, kaufst du mir eine CD, ich hätte gerne Briefmarken, ich muss wirklich alles nach allem fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch die Angst hat, irgendwann die Beziehung kaputt zu machen. Die leide darunter extrem. Ja, nee, das so latent bei dir auch im Kopf ist, oh Gott, die Beziehung leidet schon, nicht, dass ich die Beziehung auch noch verliere. Ja. Ne? Ja. Wärst du denn unter Umständen bereit, nochmal einen Anlauf zu unternehmen, in eine Klinik zu gehen? Also für mich ist es jetzt so, wenn ich jetzt sage, ich kann in eine Klinik, dann denke ich mir, mein Gott, du schaffst es noch nicht mal mehr runter bis zum Briefkasten, wie sollst du da hinkommen? Wie sollst du das schaffen? Wie sollst du da alleine? Ich fühle mich ja dann auch wieder alleine. Ich fühle mich ja dann wieder entwurzelt. Ja, ich muss ja aus meinem Zuhause raus. Ja, fühle mich da wieder entwurzelt. Wie sollst du das schaffen? Wie sollst du das packen? Wir haben neulich nach dem Gespräch mit Eva hier in der Runde, nach der Sendung, auch mit meinem Psychologen zusammen genau darüber beraten, wie macht man das eigentlich, wenn jemand schwer angsterkrankt ist? Wie schafft man diese Person, wenn sie es selbst denn auch will, von ihrer Wohnung zu einem ganz anderen Ort in eine Klinik? Wie macht man das? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe heute eine ganz tolle Psychologin hier, unsere Anna. Ich würde gerne, Dagmar, das ist eine sehr erfahrene Frau, dass du mit der Anna noch mal ein bisschen berätst. Ich würde es dir so wünschen, dass du einen Weg findest, doch nochmal in eine wirklich gute Klinik zu gehen. Weil du hast es ja gerade auch schon so erzählt, du schaffst das ja nicht alleine zu Hause. Und das ist ja eine Spirale, die immer, die Luft wird ja immer dünner für dich. Ja. Und das Problem ist, wenn du irgendwo bei einem Therapeuten anrufst und sagst, ich suche einen Therapeuten, der mich diesen kleinen Weg begleitet, von meiner Wohnung wieder nach draußen zu kommen. Sprich, also der sagt, ich komme die ersten paar Stunden zu dir und helfe dir. Findest du nicht. Jeder Therapeut sagt, nee, mache ich nicht. Es machen nur Therapeuten, die keine kassenärztliche Zulassung haben. Die kosten die Stunde 150 Mark. Und dann überleg mal, wie lange du dir das leisten kannst. Ich krieg inzwischen Rente. Ja. Wie soll ich mir das leisten? Geht nicht. Ich schlage vor, dass die Anna dich auch noch gleich anspricht oder sprichst du sie an auf die Dornier-Stiftung. Sagt dir das was? Da habe ich schon viel Negatives drüber gehört. Ich habe sehr viel Positives gehört. Weil die Patienten wirklich massiv in diese Angstsituation reinjagen. Und ich habe festgestellt,
Therapeut, der das mit mir versucht hat, umso mehr er mich in diese Angstsituation reingetrieben hat, umso mehr habe ich zugemacht und habe dann irgendwann gesagt, ja. So. Also jetzt zum Beispiel meine letzten Therapeutin, die hat das probiert und irgendwann habe ich so einen Angstanfall auf der Straße gekriegt und ab dem Zeitpunkt bin ich überhaupt nicht mehr raus und nicht mehr an den Briefkasten. Ja. Okay, das ist jetzt auch ein Fachgespräch, da will ich mich gar nicht weiter reinknien. Wir machen das bitte so, Dagmar. Dass also, du dir jetzt auflegst und wir dich, das heißt die Anna, dich anruft. Also was ich gerne mal anmerken wollte, was eigentlich typisch ist für diese Leute, die diese Angstattacken haben, die eigentlich früher in ihrem normalen Leben Leute sind, die einen extremen Hang zum Perfektionismus haben, wirklich versuchen, alles richtig machen zu wollen, jedem es recht machen zu wollen. Immer zu sagen, ja, der wollte das so. Also so war es zum Beispiel auch mit dem Nachlass meines Vaters. Ich habe ihn eigentlich so regeln wollen, wie ich mir vorgestellt habe, wie er es gerne gehabt hätte. Ja, das habe ich auch schon öfters gehört, dass das sicher mit eine Übereinstimmung bei vielen Angstpatienten ist. Wir brechen es hier mal ab, Dagmar. Okay. Wir rufen dich gleich wieder an. Das heißt, Anna ruft dich an. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Gut. Auf Wiederhören. Wenn es klappen sollte, schicke ich dir eine Karte. Oh, das wäre toll. Würde ich mich freuen. Okay. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. 0800 5678 111, hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Hier live im Radio, tief in der Nacht. So hat auch Miriam angerufen und Miriam ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Miriam, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte normalerweise gestern mit dir reden über komische Krankheiten oder seltene Krankheiten oder wird darüber nicht geredet. Und jetzt, dass ich dir diese Victoria Beckham oder Frau vom Alex Jülich ist irgendwie ein bisschen bekannt geworden. Und zwar, ich rede über Kreishaarausfall. Ich leide seit 20 Jahren und jetzt bin ich so weit, vor 3 Jahren ungefähr habe ich mir totale Glatze abgeschnitten und ja, ist gut, ich trage seit 20 Jahren Perücken, aber das hat mich so geärgert, im Bett immer Haare und... Miriam, wir erklären mal eben für die Leute, die das vielleicht nicht so genau wissen, was das bedeutet, Kreishaarausfall. Erklär du es. Ja, das sind so Flecken, also die Haare fallen aus. So groß wie Münzen ungefähr, ne? Bitte? So groß wie eine Münze, kann das sein? Ja, so ungefähr wie alte 5-Mark-Stücke. Ja, genau, ja. Ungefähr. Ja. Und da sind so, was weiß ich, 6, 7 Stellen am Kopf. Ja. Und komischerweise bei mir wachsen die immer nah, aber dann fallen die wieder auf andere Stelle aus. Und die fallen wirklich schlagartig? Die fallen schlagartig. In der Größe eines 1,5-Mark-Stückes fallen die Haare raus. Genau. Und das sind jetzt nicht nur eine Stelle. Wenn das jetzt eine Stelle wäre, okay, das fängt so an mit einer Stelle, aber das sind mittlerweile, das ist jahrelang schon so, dass die so 6, 7 Stellen sind und mittlerweile im Hinterkopf habe ich überhaupt keine Haare mehr. Also die wachsen überhaupt nicht mehr nach. Aber es war all die Jahre so, dass es dann immer wieder nachgewachsen ist an den Stellen, wo es aufgefallen ist. Genau, ich war damals, also vor 20 Jahren, wo das angefangen hat, bei verschiedenen Professoren, ich bin privat versichert und dann habe ich Möglichkeit wirklich zu wechseln und alles Mögliche auszuprobieren, habe ich alles gemacht. Fing diese Krankheit? Und leider Gottes, Domian, bis heute gibt es kein Medikament. Die wissen überhaupt nicht, das hat sich seit 20 Jahren, also solange ich damit man weiß habe, überhaupt nicht, woran es liegt. Weiß man nicht. Gibt es kein Medikament? Gibt es nicht. Ich lebe unwahrscheinlich gesund. Ich koche selbst alles immer frisch und esse sehr viel Obst, sehr viel Gemüse und achte wirklich auf alles. Und das von heute auf morgen hat angefangen und seitdem ist Katastrophe. Und es gab auch nicht irgendwelche Versuche mit Medikamenten, da was zu machen? Gar nicht. Die haben immer gesagt, wir wissen es nicht, wir können nichts machen, haben die gesagt. Genau. Die haben verschiedene Versuche gemacht. Ich habe jetzt vor 5 Jahren, habe ich wieder diese Versuche gestartet, habe ich gesagt, nochmal, also Kopf bestrahlt und alles Mögliche wieder getan. Also, Wurzel total gesund. Jetzt hast du vor 3 Jahren dir eine Glatze schneiden lassen. Ja. Und gehst du ganz offensiv damit um oder hast du eine Perücke? Ja, das ist unsere Gesellschaft, Domian. Wenn mich nicht draußen so Leute anstarren würden, würde ich gerne so laufen. Aber ich bin 48 Jahre, wäre ich jetzt 30, hätte ich damit keine Probleme. Hätte gesagt, ja, meine Güte. Aber ich kann nicht irgendwie mit einem Schild vor Brust und hinten am Schulter irgendwie Schild tragen und sagen, ja Leute, das ist Krankheit wie jede andere, akzeptiert als solche. Die würden das ist dich so lästig im Sommer mit Ja, das glaube ich. Echt Katastrophe. Ja, das glaube ich. Das
heißt letztendlich immer, wenn du rausgehst, einkaufen gehst oder bummeln gehst, hast du eine Perücke auf. Natürlich, ja. Natürlich, mhm. auch beruflich und so weiter. Und das ist, ich bin Akademikerin, weißt du, und dann habe ich in Besprechungen und da sitzen, was weiß ich, ich habe Männerberuf, ich bin Diplom-Ingenieurin und Männerwelt. Und wenn du in gleiche, also Besprechungen mit gleichen Leuten hast, ja, und du kommst 6 Monate oder ein Jahr immer mit gleicher Frisur. Ja, ja. Ja, das ist echt. Und was ist mir passiert jetzt, Domian? Ich bin geschieden und so weiter. Ich habe auch, also mein Mann hat überhaupt, das hat ihn nicht gestört. Ich habe nach meiner Scheidung habe ich eine 10-jährige Beziehung gehabt und da war ich solo. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht, jetzt will ich gar nicht. Und dann habe ich vor 2,5 Jahren jemand kennengelernt. Und Domian, erste Mal, ich weiß es nicht, ob du dieses Gefühl kennst, bei einem Menschen zu Hause zu sein. Richtig, sie so wohlfühlen und wir können über alles reden. Lass mich unterbrechen. Du hast jetzt wann genau den Mann kennengelernt? Vor 2,5 Jahren. Also das heißt, da war die Glatze, war schon geschnitten. Genau. Wie hat denn jetzt der Mann darauf reagiert? Als du zum ersten Mal die Perücke abgenommen hast? Ja, obwohl wir darüber geredet haben und so weiter. Und ich bin schlank, ich bin 1,73 groß, wiege 73 Kilo und richtig so weiblich geformte Frau. Schöne lange Beine und was weiß ich, Busen und so weiter. Aber du ziehst diese Perücke runter, ja, Domian, wo wir erst einmal geschlafen. Ich kann dir nur sagen, Sexualität stimmte, auch Gespräche stimmen. Alles stimmte zwischen uns. Und nach 3 Monaten kriegte ich von ihm einen Brief. Und da sagte, tut mir leid, alles anders ist in Ordnung, aber ich kann nicht dafür, ich kann nicht mit dir weiter befreundet sein. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt die große Liebe, die du hast. Ja, ich habe mich so gefühlt. Ach so. Ich habe mich so gefühlt. Ach so. Wir waren 3 Monate zusammen. Ach, jetzt verstehe ich. Und das ist dann deshalb wieder auseinandergegangen. Genau. Ach, genau. Das ist natürlich sehr schön. Wobei, und weißt du, und so weiter, aber er hat eine neue Beziehung und er möchte mich gerne als Geliebte haben. Ach so, das plötzlich dann doch. Ganze Zeit jetzt, Das ist ja auch wieder absurd dann. Ja, ich finde auch, und seitdem, ich weiß es nicht, Domian, ich habe Angst von Männern bekommen. Ich möchte noch einmal diese Schlag im Nacken. Ja, eine Verletzung ist es ja, eine Demütigung auch. Genau, ja. Und das, ich Miriam. Bin fast 2,5 Jahre solo und Es gibt überhaupt keine Hoffnung, dass sich das nochmal reguliert in deinem Leben. Gar nicht. 20 Jahre, Domian, versuche ich alles Mögliche. Ja. Du gehst jetzt im Moment auch gar nicht mehr zu Ärzten, was nichts bringt. Gar nichts. Letztes Mal habe ich vor 5 Jahren gemacht und ich habe Bestrahlung gemacht, alles Mögliche, was sie gesagt haben, mach das. Aber nichts, gar nichts. Gibt es da eigentlich einen Fachbegriff für? Weißt du ja, ich kenne nur als solche. Da gibt es natürlich Fachbegriffe dafür, fällt dir aber nicht frag mich ein. Nicht. Frag mich. Ich habe null Ahnung von Medizin. Ich weiß nur, dass sie 2 Nieren haben und also ich weiß nicht. Ich bin nicht für. Also ich habe mir gerade vorgestellt, als du dich so beschrieben hast, das kann doch unter anderem unter Umständen auch sehr erotisch aussehen, eine Frau mit Glatze. Ich weiß es nicht, Domian. Ich sage mir so, weißt du, er hat komischerweise auch Glatze. Ach so, das sind die tollsten dann. Weißt du auch, ich liebe so große Männer, ich brauche Sexualität. Domian, ich bin unschuldig in Ehe gegangen, verstehst du? Und ich wusste gar nicht, um was es geht. Und dann erst mit 35, 38 habe ich erst, nach meiner Scheidung habe ich erfahren, was überhaupt Sexualität bedeutet. Und deswegen, Sexualität, wie gesagt, stimmte mit uns. Und wenn ich dir sage, dass wir 10 Stunden im Bett lagen und wir haben wirklich tolle Sex gehabt, habe diese 10 schon nicht einmal. Ja. Und in unserem Alter, er ist 50, er ist 2 Jahre nur älter, große Genießer, auch was Essen betrifft. Also das ist schon wirklich sehr bedauerlich. Und komischerweise, verstehst du, gerate ich an so einem, dass das stört. Also Miriam, ich wünsche dir, dass du bald nochmal an einen anderen gerätst, der sagt, es ist mir scheißegal, ob du eine Glatze hast oder keine Glatze. Ich finde die sogar schön. Ich wünsche es dir von Herzen. Bist du eine nette Frau? Mir wäre auch schön, wenn irgendjemand irgendwas weiß von deinen Zuschauern. Ich gucke jede Nacht. Ich bin Nachtmensch, ich male also den Vorschlag habe ich ja gestern auch schon gemacht. Also wenn irgendwelche Hilfsideen sind, bitte faxt uns, schreibt uns oder mailt uns und wir reichen das dann an die entsprechenden Leute, jetzt in diesem Fall an Miriam auch weiter. Ich verspreche es dir, Miriam. Wenn das irgendetwas sehr, sehr kommt, lieb. Vielleicht könnten wir ein bisschen helfen. Mich würde es freuen.
Das wäre schön. Alles Gute. Ich habe irgendwie Hoffnung verloren. Das hat mir so einen Schlag so gegeben. Ja. Also ich weiß es nicht. Vielleicht klappt's ja. Ja, ich hoffe es. Alles Gute von Herzen. Gerne. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Lustig, im Fernsehen ist auch ein Mann mit Glatze. Ich habe hier das WDR Fernsehen laufen und es gibt einen bösen Horrorfilm. Er sieht aus wie ein Stummfilm, so Nosferatu-mäßig, mit langer Nase und Glatze. Dirk, 38 Jahre alt, guten Morgen. Hi Dirk. Hallo Domian. Ja, Dirk. Hi, grüß dich. Ja, hörst du mich? Ja. Das ist schön. Um was geht's denn? Ich wollte eigentlich nur mal hören, was du dazu sagst, dass heute Amerika also diese angeblichen neuen Sachen Erkenntnisse veröffentlicht haben, da für einen Irakkrieg, also um ihre Position zu stärken. Also ich muss ja sagen, mich hat das überhaupt nicht überzeugt, was der amerikanische Außenminister Paul davor gelegt hat. Ich halte das auch für eine Showveranstaltung. Jo. Ich bin eindeutig gegen diesen Krieg. Ja, ich auch. Ich finde es sehr richtig, dass unsere Regierung eine solche Position eingenommen hat und halte das für den größten Betrug und Lug, was uns da vorgegaukelt wird. Es geht doch gar nicht um all die Dinge, die die Amerikaner da vortäuschen. Es geht doch um Macht, es geht um Öl, es geht um Einfluss. Genau. Und es geht darum, dass Tausende von zivilen Menschen hingeschlachtet werden unter Umständen demnächst. Das ist alles sehr schlimm. Und wir sitzen hier und können nichts tun. Deswegen rufe ich auch an. Und ich finde das einfach auch ungeheuerlich, also diese Arroganz, die von da kommt, von Amerika. Mhm. Es ist ja im Grunde genommen, ich will es mal sagen, auf Deutsch gesagt, auch ein Schlag in die Fresse. Allen Leuten gegenüber, die wirklich sagen, nein, wir haben eine andere Position dazu. Mhm. Und alleine dieser Spruch, wir sind das alte Europa. Mhm. Und das finde ich schon mal ungeheuerlich. Man soll ja nicht vergessen, dass die Amerika mal daran gelegen war, hier eine Demokratie, dass das hier mal entsteht. Und ich glaube, man muss vorsichtig sein, dass man jetzt nicht ganz Amerika über einen Kamm schert. Nee, es geht jetzt um die derzeitige amerikanische Regierung. Ja. Wir haben heute den Tagesthemen gesehen. Es gab in Berlin eine Zusammenkunft internationaler Kirchenvertreter. Genau. So auch ein hochrangiger Vertreter der amerikanischen evangelischen, ich weiß nicht genau, wie sie sich nennt, amerikanischen Kirche. Mhm. Und der an den deutschen Bundeskanzler appelliert hat, als hoher US-Kirchenvertreter, bei seiner Position zu bleiben. Das muss man ja auch alles hören. Es gibt auch viele Intellektuelle und Künstler in Amerika, die auch anders denken. Nein, ich wollte nicht damit sagen, dass ganz Amerika die Position hat. Also ich habe auch Verwandtschaft da drüben und ich weiß auch, dass die ganz anders denken. Mhm. Bloß ich finde es trotzdem ungeheuerlich, dass die wirklich auf Teufel komm raus ihre Position weiter vertreten. Und so mit so gefakten Sachen, was die uns da jetzt gezeigt haben, ist ein Witz. Also es ist halt die Weltmacht. Die demonstriert, dass wir alle überhaupt nur kleine Würstchen sind. Ne? Ja. Ich finde es sehr bedauerlich übrigens auch, dass außer Frankreich die meisten europäischen Staaten auch am Strang der Amerikaner ziehen. Das finde ich sehr bedauerlich. Und dass Europa keine klare Linie findet. Dass wirklich die beiden einzigen Staaten in Europa, Frankreich und Deutschland, sind, die sich kritisch äußern. Ja, vielleicht sind das die einzigsten Staaten, die sich in Anführungsstrichen leisten können. Mhm. So blöd, wie sich das anhört. Mhm. Ich hoffe, dass die wirklich das sein lassen, also dass die da nicht einmarschieren. Weil erstmal bin ich, mein ganzes Weltbild, was sich so in den letzten Jahren aufgebaut hat, schmeißt das total über den Haufen. Mhm. Und was die da anrichten und was danach in den nächsten 10, 15 Jahren auf die ganze Welt zukommt, das kann man ja noch gar nicht fantasiemäßig überhaupt in Voraus spinnen, was da passiert. Ich habe nur die traurige Vermutung, dass es alles ganz anders kommen wird. Dass der Krieg in ein, zwei Monaten im Gang sein wird. Das glaube ich.
und wir können wieder mal nur zugucken und bezahlen. Wenn wir nicht dabei sind, bezahlen wir. Ja, aber ich glaube, dass wir die Meinung von den meisten Deutschen vertreten, das, was wir gerade hier besprochen haben. Aber es nutzt nichts, ne? Ich glaube, gerade die Deutschen, heute Abend war Oskar Lafontaine bei Michel Friedmann und der sagte etwas, was aber auch viele sagen, auch hochrangige Kirchenvertreter, dass gerade wir Deutschen ja wissen, was es bedeutet, bombardiert zu werden. Das heißt, ich persönlich weiß es nicht, ich weiß es von meinen Eltern, aber es ist ja noch nah dran durch unsere Familien. Was für ein ungeheures Leid und was für ein Unglück passiert, wenn ganze Städte bombardiert werden. Warum gelingt es Amerika nicht, mit einem so tollen Geheimdienst diesen Mann einfach umzubringen, irgendwie umzubringen? Es muss doch möglich sein, das geht mir nicht in den Kopf. Ja, das kann ich auch nicht begreifen. Wenn es denn um diesen Mann geht. Was mich total ärgert ist, dass die, also ich weiß ja nicht, was nun in den hohen Hintertüren, hinter verschlossenen Türen gesprochen wird zwischen Deutschland und Amerika, aber das... man hier so dargestellt wird, wir sind das alte Europa. Ich will mal sagen, wenn das die Position ist, dann bin ich da stolz drauf, dass wir das alte Europa sind und vielleicht ein bisschen daraus gelernt haben, wenn der Schröder die Position durchzieht. Gute Sichtweise, würde ich mich anschließen. Übrigens sind die Wurzeln von Herrn Rumsfeld in Deutschland. Ja. Las ich neulich. Lieber Dirk, ja, ich habe deine Meinung gehört, wir sind einer Meinung, aber wir können nichts machen. Gefreut, dass ich mal durchgekommen bin. Alles Gute dir. Ich dir auch. Tschüss. Schönes Gruß, tschüss. Oh, Daniel. Daniel, 29 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Daniel, um was geht's? Du bist jetzt voll leise geworden irgendwie gerade. Eben warst du viel besser zu hören. Was meinst du, wie voll laut ich gleich werde? Okay, ich muss mal... Leg los. Telefon ist lauter machen, okay. Also du hast ja, Montag war das, glaube ich, mal einen Aufruf gemacht, dass du mal gern was hören wolltest zu der Sendung Deutschland sucht den Superstar. Ja. Das hat mich echt... bist du's? Bist du's? Mich angesprochen. Ich heiße weder Daniel Kübelböck noch irgendwie Lopez. Und ich kenne auch beide nur aus dem Fernsehen. Ja. Aber ich finde diese Sendung derart furchtbar, aber ich schaue sie ironischerweise trotzdem einfach, weil mich einfach so interessiert... wie man versucht, so von der Blattindustrie aus irgendwie einen Superstar zu machen halt, ja. Mhm. Also ich finde halt, das gesamte Konzept halt ist halt derart beschissen halt, ja. Es fängt schon an bei dem Moderatorenteam. Ja, lass uns über die Moderatoren mal reden, das haben wir gar nicht gemacht. Fangen wir mal mit der Frau an, mit Michelle Hunzinger. Wie findest du sie äußerlich? Also ich fand sie, also bevor ich sie jetzt in der Sendung gesehen habe, fand ich sie ansprechender. Also insgesamt hat irgendwie alles doch sehr stark verloren durch die Sendung. Ja, aber wir müssen ja nur objektiv bleiben. Sie sieht schon sauscharf aus, ne? Sieht sie schon. Perfekt, also ich stehe nicht so oft blond, aber... Ja, aber also sie ist schon... Ist schon was. Ist schon eine süße Maus, ne? Muss auf man jeden so sagen. Wie findest du sie als Präsentatorin? Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, wir haben echt gute Nachwuchstalente irgendwie im Musikfernsehen. Ich weiß nicht, warum wir irgendwie... irgendein Stars aus Italien irgendwie einfliegen müssen oder genauso wie aus Holland, oft auf RTL, also, ja. Also sehe ich keinen Sinn drin. Also das klingt dann doch schon sehr kritisch. Wir kommen zu dem jungen Mann, zu dem Türsteher, ehemaligen Türsteher. Das ist einfach ein Schönling. Nicht einfach gegen Türsteher, also. Aber wie heißt er? Spengemann. Also, wir müssen es erklären. Die Elster deshalb, weil er beschuldigt wird, das ist nicht klar, ob das stimmt, aber er wird beschuldigt, einen in den Ring einer ehemaligen Geliebten geklaut zu haben, im Wert von 1500 Euro oder sowas. Genau. Er wird beschuldigt. Ob er es gemacht hat, weiß man nicht. Es läuft ein Gerichtsverfahren im Moment. Ich mag ihn auch nicht. Daniel, muss ich sagen. Er ist halt beschuldigt und ich glaube, er hat schon viel nötig, aber das wohl, glaube ich, echt nicht. Halt, ja. Also ich finde auch übrigens, dass diese Show sicher noch ein bisschen mehr hergeben würde, wenn ein guter Moderator da wäre. Ich erinnere mich an Big Brother. Die erste Staffel war grottig. Da hat dieser Percy von Hoven hat das moderiert und uns haben sich die Fußnägel gewellt. Ganz schlimm, ja. Und dann hat Olli Geissen das gemacht und es war okay. Es war gut sogar präsentiert. Ja. Finde ich. Und so wäre es hier sicher auch ein bisschen besser, wenn es jemand, der authentisch ist, machen würde. Ja, zum Beispiel Anastasia oder sowas irgendwie. Das wäre doch was, ne? Ja. Ja, also es gäbe sicher ein paar gute Profis in Deutschland, die das machen könnten. Ja, du guckst es immer.
Also ich gucke das immer und ja, ich weiß nicht, also was ich ganz schlimm finde, also außer Dieter Bohlen finde ich in der Jury alle ganz furchtbar. Also Dieter Bohlen verbindet mich genauso mit Diana Hassliebe. Der Typ ist halt zwischen Genie und Wahnsinn. Ja. Und aber er ist doch ganz witzig, teilweise geht es ein bisschen zu weit, aber in dieser Sendung ist er doch ein bisschen sehr menschlich doch eigentlich zu den Leuten, jetzt zumindest im fortgeschrittenen Bereich der Sendung. Früher bei der Auswahl, so in den ersten Folgen, wo sie noch nicht so vor Publikum waren, so war schon härter, aber mittlerweile. Mhm. Also, aber die anderen in der Jury, die finde ich echt ganz schlimm. Was ist Selbstdarsteller, auch wie die sich präsentiert haben, auch gerade am Samstag, wo dann auch die Bemerkung kam, jeder von euch ist auch zu Stars geworden. Die sind einfach nur ganz furchtbar. Dieser Stein und wie die alle heißen und diese Spaßbremse, die immer neben Dieter Bohlen sitzt. Also das ist ja echt ganz schlimm. Also. Das Mädel meinst du? Nee, die geht noch. Die geht noch. Ich weiß gar nicht, ich hab den Namen vergessen. Shona. Ja, den Namen vergessen. Fraser oder... Gut, das sind ja alles so Nebengeschichten. Was meinst du, wer Sieger wird? Wer Sieger wird, ich hoffe mal nicht, dass es dieses Muttersöhnchen, dieses weich gebügelte Muttersöhnchen von Alexander wird. Ich hoffe einfach, dass Daniel Kübelböck gewinnt, einfach um diese Sendung total absurdum zu führen. Ja. Der muss einfach gewinnen. Ist Daniel besser als Zlatko? Oder ist das so die gleiche Kategorie? Also Zlatko ist ja, muss man leider sagen, er ist nicht, also wie soll man das ausdrücken halt? Also er ist ja wieder mal im Fernsehen aufgetaucht, ja. Er ist aus seinem Mediengrad emporgestiegen und ist jetzt die letzten Wochen wieder mal rumgegeistert. Ja. Und also ich glaube, man hat ihm damals ein bisschen Unrecht getan. Man hat ihm damals halt aus Regiegründen diese Rolle des Doofies irgendwie reingerückt und hat ihm keine Chance gegeben, da rauszukommen. Hat das alles zusammengeschnitten und er hat es auch so gemeint, dass er auch dann hinterher schon drauf kam, dass er diese Rolle spielen sollte. Aber viel heller, als man ihn gezeigt hat, ist er, glaube ich, wirklich nicht, aber schon. Also. Es gibt ein großes Schwulenmagazin, Eurogay heißt das. Ja. Die titelten über Daniel die Superhusche. stört dich das, dass er so, manche sagen ja, dass er sehr tuntig rüberkommt, stört dich das? Also ich weiß nicht, ich bin absolut hetero, also ja. Nee, aber es stört mich eigentlich gar nicht, weil ich finde, das ist der einzige von den Leuten, der authentisch ist. Die anderen sind alle derart glatt gebügelt. Ich meine, da hast du wirklich recht, das stimmt. Das stimmt schon, das muss ich dann auch zugeben. Ja, das stimmt. Die sind doch im Gegensatz zu ihm sehr glatt gebügelt, alle. Er ist auch, der ist auch ein absoluter Freak, ja. Und ich meine, er hat echt auch, finde ich auch, also er hätte auch eine Daseinsberechtigung. Okay, ich fand auch absolut, ich bin echt ein Fan von dem Song My Way und ich fand es wirklich derart schlimm. Und es wurde ja auch nochmal bei Stefan Raab auch nochmal gezeigt, irgendwie, nochmal den Ausschnitt. Es war wirklich das Ende. Ja, das Ende war ganz schlimm. Ja, das Ende war wirklich sehr schlimm, ja. Es war so grausam, ich habe mich echt gefragt, was hat die Jury aus den Ohren gehabt, dass die am Ende gesagt hat, er wird ein richtig guter Sänger. Ja? Sag mal, Daniel, du hast auch Stefan Raab gesehen, offensichtlich die Folge, als das wiederholt wurde, ne? Ja. Das war dann, glaube ich, gestern oder vorgestern. Da hat Stefan Raab doch auch gezeigt, dass Herr Sprengelmann irgendwas aus der Tasche gezogen hat von Daniel, ne? Ja, genau, das war der Sender von seinem Ding ist ihm aus der Tasche gefallen. Ach, und den hat er wieder reingeschoben dann halt. Ah, das ist gut, alles gleich zu klären. Sowas gleich zu klären. Aber das war sehr spitzfindig gesehen von Stefan Raab. Ja. Stefan Raab mag ich eigentlich gar nicht, ich bin genau wie du absoluter Harald Schmidt-Fan. Ja. Stefan Raab ist einfach nur so ein Füller so zwischen 10 und 11, wenn nichts kommt, so halt, ja. Heute habe ich mich wirklich man darf es nicht sagen, vor Lachen. Stichwort Harald Schmidt. Harald Schmidt und Andrak im Zug. Hast du das gesehen, ja, Adam? Ja, habe ich gesehen. Ich habe es leider nicht zu Ende sehen können, weil ich ins Studio gefahren bin. Es war super gut. Es war super witzig. Auf jeden Fall. Daniel, jetzt haben wir noch ein bisschen über Harald Schmidt gesprochen. Und du hast deine Meinung gesagt über Deutschland sucht den Superstar. Aber noch ganz kurz zu Gratia. Muss ich noch ganz kurz loswerden. Bitte. Also ich fand, zum einen muss ich sagen, fand ich sie ganz schlimm, weil sie ist so ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür, für jemand, der so ein hässliches Entlein war und sich jetzt so irgendwie gemacht hat, aber dabei derart überdreht ist und damit jedem auf den Wecker geht, auch mit diesem Glamour pur und dieser ganzen Scheiße. Mhm. Und von daher ist sie auch rausgeflogen, einfach, weil sie einfach so überdreht war. Finde ich absolut okay. Und was ich halt scheiße finde, ist halt, dass halt diese Vanessa,
die Leute, die gewotet haben, haben gesagt, sie soll weiterkommen. Mhm. Und was ich halt mies finde, dass alle Welt jetzt sagt, sie hat es nicht verdient. Ja? Mhm. Wie soll sie sich denn dabei fühlen? Aber siehst du, wie das Konzept funktioniert, dass sich alle Leute, so auch du, darüber so ereifern und man redet. Ne? Du alte Heterosocke, bist eine richtige Klatschtante, ne? Merke ich gerade. Auf jeden Fall. Ja. Hast du denn insofern auch schon mitgemacht und die ganze Geldmaschine unterstützt, indem du da anrufst? Ich rufe sowas nicht an. Das ist gut. Ich rufe auf keinen Fall. Nee, ich bin so Anti-Fan, ja. Ja, so würde ich es dann bei mir vielleicht auch sagen. Daniel, alles schön, klar, dass du durchgekommen bist hier bei mir. Ja, fand ich auch. Weiter so, ne? Ja, tschüss. Mach's gut, ciao. Doris, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Doris, dein Thema, was geht's? Ja, ich habe momentan eine Krankheit und möchte auch gleich noch was zu der Dame vor mir sagen, die wegen den Angstzuständen angerufen hat. Ja. Die hatte doch gesagt, dass sie in eine Klinik in Prien sollte. Die sollte zum Chiemsee irgendwo. Genau, vom Chiemsee, ja. Genau. Und dass sie dann woanders war. Und ich war in der Klinik im Chiemsee, allerdings jetzt nicht wegen Angstzuständen, sondern wegen einer anderen Krankheit, wegen Essstörung. Mhm. Und kann ja nur raten, da nochmal hinzugehen. Weil das eine gute Klinik ist. Das ist eine klasse Klinik. Ah ja, Dagmar, also, aber die Dagmar wollte ja auch, und da gab es irgendwie Probleme, so habe ich es gerade verstanden, mit der Finanzierung. Aber so, also bei mir gab es da gar keinen. Ich bin auch ganz normal krankenversichert. Also, und ich würde ihr das sehr raten. Also ich kenne da auch Leute, die in dieser Angstabteilung waren. Ja. Unter anderem eine, die mit mir auf dem Zimmer war. Ja. Die war auch in so einer Gruppe für Angstzustände. Und der hat es super geholfen. Also das ist ganz tolle Klinik, kann ich nur zu raten. Gute Information, die sich auch Mut macht für Leute, die dann eine Klinik suchen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du möchtest über eine Krankheit von dir sprechen. Ja, richtig. Ich bin seit knapp oder gut 2 Jahren magersüchtig geworden. Ja. Was jetzt für mein Alter, sag ich mal, relativ ungewöhnlich ist. Weil normalerweise hört man immer so von jungen Mädchen in der Pubertät. Ja, ja. Also oft. Ja, mehr vielleicht, ja. Ja. Darf ich dich gleich fragen, damit wir uns eine Vorstellung von dir machen können, wie groß du bist und wie schwer du bist? Ich bin 1,62, wiege jetzt momentan 39 Kilo, war aber auch schon bei 33. Hm. Was nimmst du zu dir am Tag? Momentan, also ich stehe auf, dann trinke ich viel, trinke so Molke-Drinks, dann Salz, paar Salzstangen, paar kleine Teilchen Kekse und abends dann immer so, das ist dann alles so ritualisiert, dann so eine Quarktasche und es muss wirklich den ganzen Tag dasselbe sein. Also immer genau das Gleiche, weil dann weiß ich habe das alles unter Kontrolle. Wie lange isst du schon so wenig? Also so wie für mich ist es nicht wenig. Ja gut, ich frage es neutral. Wie lange isst du schon diese Menge, die du gerade beschrieben hast? Seit ich jetzt aus Prien wieder da bin, also vom Chiemsee. Ich war in der Klinik, bin da behandelt worden. Wie lange bist du jetzt wieder da? Ich bin letztes Jahr im Juni, Juli rausgekommen. Mhm. Es ist ja immer erstaunlich, mich wundert das so, wenn ich mich so mit Essgestörten Menschen beschäftige, dass ihr das so lange aushaltet. Ne? Ja, das ist das Schlimme. Dass der Körper das überhaupt ohne die ganzen Nährstoffe, die man braucht, Vitamine, die man braucht, dass man so leben kann. Also ich muss sagen, ich habe noch nie, bei mir war es noch nie so, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Mhm. Na gut, aber es ist ja so gut wie nichts. Ein bisschen Salzstangen und ein bisschen Kekse. Nee, und es ist dann abends schon auch noch eine Suppe und dann auch mal eine Kartoffel und dann auch noch eben immer meine Quarktasche, die ich abends immer esse, oder mein Stück Kuchen. Also ich habe wahnsinnig Appetit auf Süßes und das ist genau auch die Angst, die ich habe. Nimmst du dazu Vitamintabletten ein und sowas? Nee. Auch nicht? Nee. Gar nichts? Aber mein Blutbild ist völlig in Ordnung, also... Mhm. Du sagst, für dich ist das gar nicht mal wenig, was du gerade beschrieben hast. Nee. Mhm. Das heißt, wie fühlst du dich, wenn du abends deine Quarktasche gegessen hast? Also wenn ich alles Weitere so in dem Tag gegessen habe, wie ich es mir eingerichtet habe, dann kann ich die abends guten Gewissens essen. Mhm. Wenn ich jetzt aber untertags mehr gegessen habe, zum Beispiel wenn ich bei meiner Mutter war und dann noch ein halbes Stück Kuchen gegessen habe, dann kann ich sie nicht mehr ohne gutes Gewissen essen. Mhm. Was für ein Gefühl hast du dann, wenn du sie dann trotzdem isst? Ja, dann habe ich das Gefühl, ich wiege morgen bestimmt ein Kilo mehr. Ja. Und gehe auf wie ein Hefeteig und... Mhm. Ja. Du warst aber noch nicht in der Versuchung, das dann wieder zu erbrechen. Nee, war ich noch nicht, aber da habe ich Angst davor. Mhm. Also, weil ich esse wahnsinnig gern Süßes und gerade an Weihnachten und ich habe dann auch ganz viel gebacken und bin so der Typische, der sich dann sämtliche Backbücher kauft, 1000 Sachen backt, aber nichts davon isst. Mhm. Und
habe aber total Appetit drauf. Also ich habe auch manchmal total Appetit auf irgendwas Herzhaftes, weil ich das Süße einfach nicht mehr sehen kann. Und habe halt dann Angst, dass ich irgendwann mal die Kontrolle verliere und einfach das alles, was ich mir jetzt seit 2 Jahren vorenthalte, einfach in mich reinhaue. Und da habe ich Angst davor. Und die Angst wiederum weiter besteht darin, dass du dann für deinen Geschmack viel zu dick wirst. Genau. Ne? Das ist die Angst, dass man dick wird. Ja, und die Angst auch dann in dieses Bulimische zu geraten. Ja. Weil ich eben viel auch Leute auch kenne, die dann von der Magersucht in die Bulimie gekommen sind, genau aus dem Grund. Und weil ich halt merke, wie es an mir rüttelt manchmal. Also ich stehe vor dem Kühlschrank und denke mir, du magst jetzt diesen Kuchen essen, du willst ihn essen. Und mir dann sagt, nein, mach das jetzt nicht. So 39 Kilo, 33 Kilo hast du gerade gesagt, bei einer Größe von 1,62. Ich würde, wenn ich dich jetzt im Badeanzug sehen würde ich sagen, und alle anderen Leute wahrscheinlich auch, die ist spindeldürre. Richtig. Das siehst du wahrscheinlich nicht so, ne? Doch, das sehe ich genau. Das siehst du auch so. Das ist genau das Schlimme. Also ich bin nicht eine dieser typischen Magersüchtigen, die sich vor den Spiegel stellt und jetzt sagt, ich fühle mich zu dick, sondern ich stehe vor dem Spiegel und denke mir, du siehst furchtbar aus. Ich gehe ins Einkaufszentrum und denke mir, mich schauen alle Leute an. Ich weiß, wie grausig ich aussehe. Und trotzdem gelingt es mir nicht, das zu ändern. Und das frustriert mich dann noch viel mehr. Und obwohl du in einer Klinik warst, die du hochgelobt hast gerade, hat es nicht... Ja, weil mir hat es auch viel geholfen. Das Problem ist nur, ich war dann wieder daheim, ich wohne alleine. Ich kam wieder genau in dieselben Umstände zurück. Ich bin seit über einem Jahr krankgeschrieben. Ich sitze daheim, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich den Tag rumbringen soll. Ich denke nur ans Essen. Das ist auch sehr schlimm, ne? Wenn sich alles nur in den Gedanken kreist ums Essen. Darf ich es essen? Was darf ich essen? Wann darf ich wieder was essen? Genau. Aber das Schlimme ist, das eine bedingt das andere, weißt du? Ja. Ich würde so gern so viele andere Sachen machen. Nur dadurch, dass ich das körperlich oft nicht kann, kann ich das nicht machen. Ich würde auch gern wieder arbeiten, nur ich kann momentan nicht arbeiten. Weil du körperlich so geschwächt bist. Genau, und dadurch bin ich natürlich daheim und dann kann ich auch nicht Sport treiben. Also ein Teufelskreis, ne? Genau, und dadurch sitze ich wieder daheim und dann geht das alles wieder von vorne. Also ideal wäre es ja, wenn jemand in einer Klinik, nach einem langen Klinikaufenthalt wieder so... also relativ körperlich aufgebaut wird und er danach dann in ein normales Leben eingegliedert wird. Also ich muss sagen, ich war eben nur 8 Wochen da und es war wahrscheinlich zu wenig. Vielleicht sollte man das länger machen und von da aus irgendwie schon organisieren, dass man direkt danach dann vielleicht wieder in den Beruf gehen kann. Oder was hast du vorher beruflich gemacht? Ja, ich möchte den Beruf eben nicht mehr machen. Ach so. Ich habe studiert, ich habe Lehramt studiert, ich habe Lehrerin gemacht, mich hat das total runtergezogen. Was würdest du denn gerne machen? Ich weiß es nicht. Also ich würde irgendwie gerne in einen Heilberuf gehen, Sozialpädagogik, schon irgendwas mit Kindern. Also das macht mir total Spaß, das heißt also, aber eben nicht in dieser Schulsache. Das heißt also nochmal studieren wäre durchaus eine Option für dich? Gewissermaßen. Es ist halt alles eine finanzielle Sache. Ja, natürlich. Auch. Ja. Hast du einen Freund? Nicht mehr, ne. Dadurch verloren? Der Freund war der Auslöser. Inwiefern? Und ist etwas schwierig. Also ich war relativ lang mit ihm zusammen, wir waren knapp 5 Jahre zusammen, er hat, das ist alles relativ kurz mal zu machen, er hat ziemlich viel getrunken, hat sich immer nur um sich gekümmert, er hatte auch Depressionen, war auch in der Klinik, ich habe mich immer um ihn gekümmert und irgendwann habe ich mir dann mal gesagt, so und jetzt wäre ich mal krank und dann soll er sich mal um mich kümmern. Und wenn er es nicht macht, dann gehe ich, weil so habe ich nie die Kraft dazu gehabt. So eine rationale Überlegung war deiner Krankheit vorausgegangen? Ja. Ach. Nee, nicht unbedingt der Krankheit. Also das, ich wusste nicht wie, aber ich wusste irgendwie... Aber danach wurdest du magersüchtig? Ja, genau. Also ich habe vorher viel zu viel gewogen. Also sagt ja jeder Arzt. Ich habe dann ganz normal angefangen, meine Ernährung umzustellen. Das ging auch super. Wie viel hast du denn früher? Ich habe früher 70 Kilo gewogen. Ja, das ist ein bisschen viel, ne? Für die Größe. Genau. Aber du hattest dich damit arrangiert? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Und habe dann gesagt, jetzt mache ich ein bisschen mehr Sport, stelle meine Ernährung um. Das ging super. Als ich 55 Kilo gewogen habe, hat jeder gesagt, du siehst toll aus. Mein Freund sagte, du siehst toll aus. Jeder sagte, jetzt lass es aber dabei. Und dann geht es halt los, 55, aber dann mach mal lieber 53. Und dann hast du diese 2 Kilo Puffer. Und dann hast du diese 53 und dann sagst du, jetzt esse ich auch keine Pizza, weil sonst kommt ja alles wieder drauf. Und dann ist es irgendwie so ein Teufelskreis, aus dem man nicht mehr rauskommt.
Also Doris, ich habe das jetzt so verstanden, dass du positiv von dieser Klinik gesprochen hast. Also das schon, ne, ja. Dass dir die Klinik was gebracht hat. Die hat mir schon was gebracht. Ich finde das ja schon mal einen ganz wichtigen Aspekt, woran man sich auch festhalten kann. Ja. Das heißt, es müsste irgendwie arrangiert werden, dass du da nochmal hinkommst. Ich überlege auch da nochmal hinzugehen. Das ist so, die Sache ist nur, also ich könnte da auch nochmal hingehen. Ich bin mit Intervall entlassen worden, das heißt, ich könnte jederzeit wieder hingehen. So, aber das Zweite ist, was ich ganz wichtig finde, ist, dass du letztendlich vielleicht von vorher oder von da aus, ich weiß nicht, wie man das klugerweise macht, irgendwie organisierst und arrangierst, dass du danach wieder in einen Prozess eingegliedert wirst, in einen relativ normalen Lebensprozess. Das ist genau das Problem. So, nicht, dass du vielleicht 2 Monate dort bist oder gar 3, da in einer Enklave quasi lebst. Und genau, Käseglocke. So, und es geht dir gut und du kommst raus und sitzt dann wieder in deiner Wohnung und es geht alles wieder von vorne los. Richtig. Ich glaube, das ist die große Kunst, das hinzubekommen. Ja, also das haben wir auch schon versucht, als ich da war. Nur, ich bin halt immer noch angestellt im Schuldienst und mir wird nicht gekündigt. Also ich sitze so da und ich meine, ich kriege dann natürlich mein gutes Krankengeld. Das ist auch so ein schönes Polster, weißt du. Ja. Also weil ich kriege da relativ viel Geld dafür, dass ich nichts tue. Absurd, und ne? Wenn ich jetzt kündige, dann wäre ich vom Arbeitsamt gesperrt erstmal. Und die kündigen mir einfach nicht. Ich warte immer drauf und die kündigen mir nicht. Also und ich muss mir halt wirklich klar sein, was ich will. Das und dann sagen, jetzt kündige ich und jetzt ziehe ich mein Leben durch. Ich bin auch in ambulanter Psychotherapie. Das denke ich auch, dass das ganz wichtig ist, dass du es für dich alles erstmal klar entscheidest und auch erstmal die negativen Konsequenzen dann in Kauf nimmst. Ja, muss ich dann, ne? Ich würde dir gerne auch nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten jetzt. Ja. Anna heißt sie. Mhm. Du legst auf. Okay. Und wir rufen zurück. Okay, danke. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Daniel. Und die Simone. Guten Morgen. Ja, hallo. Simone. Ja, ich wollte dir erstmal gratulieren zu deinem Bundesverdienstkreuz. Oh, ich danke dir herzlich. Ja, und zwar, ich wollte erzählen von unseren 13 Ratten und 4 Katzen. 13 Ratten? Ja, 13 Ratten. Und 4 Katzen? Und 4 Katzen, und die 4 Katzen fressen die 13 Ratten nicht auf? Nein, die Katzen haben großen Respekt vor den Ratten. Oh, und, ja, mit denen ist auch nicht zu spaßen, ne, mit Ratten. Ja, das ist ja das, warum ich eigentlich anrufe, weil es gibt viele Vorurteile gegen Ratten. Ja, ich will jetzt über die guten Seiten der Ratten reden. Ich will jetzt erstmal wissen, wo leben die? Hast du eine eigene Wohnung? Ja, ich lebe mit meinem Freund zusammen. Ja. Die Wohnung ist 80 Quadratmeter groß. Hey, eine große Wohnung. Ja. Und die haben ihren eigenen Raum, die Ratten. Also die Ratten leben in einem Raum? Ja. Leben die in einem Käfig oder in so einem Gatter oder... Also die Ratten haben, sind Männchen und Weibchen. Mhm. Und die Ratten, die Männchen haben einen eigenen Käfig und die Weibchen haben einen eigenen Käfig. Ach so. Mhm. Weil man kann die nicht zusammen rauslassen, weil das wird dann irgendwann Kinder ergeben. Und das wollen wir nicht. In irren Mengen wahrscheinlich. Wie viel, 13 ist ja eine komische Zahl. Also gibt es Frauenüberschuss oder Männerüberschuss? Frauenüberschuss. 8 Weibchen und 5 Männchen. Und die Katzen dürfen aber in der ganzen Wohnung rumlaufen? Ja, die dürfen in der Wohnung rumlaufen. Gucken die auch schon mal in dieses Zimmer gerne rein, die Katzen? Ja, doch, sehr gerne. Wir sind aber auch immer dabei. Aber könnte es denn doch nicht mal passieren, dass eine Katze sich eine Ratte schnappt? Nee, wir sind immer dabei, wenn da eine Katze doch irgendwie reinkommen sollte, dann sind wir immer dabei. So, jetzt die Frage, warum, Simone, warum so viele Tiere und vor allen Dingen warum so viele Ratten? Ja, wir haben 3/4 Jahr im Tierheim ehrenamtlich gearbeitet, hauptsächlich im Kleintierbereich. Und dann haben wir dann die süße kleine Ratte gesehen und haben dann gesagt, komm, die nehmen wir mit. Und das wurden dann immer mehr, weil immer mehr Ratten ins Tierheim auch gekommen sind. Und wir haben uns einfach in die Ratten verliebt. Also es ist toll einfach mit den Ratten. Aha. Ja. Und du kannst aber auch verstehen, wenn jetzt viele Leute sagen, inklusive meine Person, bleib mir weg mit so Viechern. Ja, ich kann es nicht verstehen, weil ich sofort eigentlich auf die Ratten zugegangen bin. Aber sind die eigentlich wirklich so schlau, wie man so sagt? Ja, ja die sind sehr schlau. Erkennen die dich? Ja. Sprechen die auch mit dir? Die lecken immer so die Hände ab und so, das machen die schon. Also du findest sie überhaupt nicht ekelhaft? Nein, überhaupt nicht. Und du wolltest jetzt auch mal schnell hier anrufen und allen Leuten sagen, die sollen keine Vorurteile gegen Ratten haben. Genau. Weil vor allem in Filmen auch wird das viel gezeigt. Ja. In einem vor kurzem ein Film kam mit Ratten. Also Ratten sind nicht blutrünstig. Mhm.
Also aber sagen, eben so in der freien Natur, das heißt in den Städten, oftmals ein übler Überträger von Krankheiten und Keimen. Ne? Das ist eben der schlechte Ruf der Ratte. Ja. Das ist leider so. Ja, leider ist jetzt unsere Sendung auch vorbei. Ja. Aber wir haben noch erfahren, dass du 13 Ratten und 4 Katzen hast. Genau. Und dass es euch allen gut geht miteinander. Ja, alles super. Simone, schönen Gruß an deinen Freund. Ja, mach ich. Und an die Tiere. Tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, morgen wieder im Radio und im Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.